Hochverehrter Herr Professor, meine Damen und Herren, das Thema ist fabelhaft weit gefasst. Da ist drin die Konsequenzen der Ostpolitik und bis heute. Also, die simple Konsequenz ist, das Wort Ostpolitik ist in vielen Sprachen übersetzt worden oder übernommen worden. Nach Amerika, nach China, nach Japan, natürlich nach Korea, aber das ist das Sinnvollste. Die einfachste wissenschaftliche Theorie lange Zeit war, Ostpolitik dauerte vom Bau der Mauer bis zum Fall der Mauer. Aber sie hatte weite Konsequenzen. Sie haben eben den Lenin genannt, der hat mal formuliert, wer Berlin hat, hat Deutschland und wer Deutschland hat, hat Europa. Und das ist in der Tat nachweisbar, auch so passiert, aber darauf kommen wir dann im Einzelnen, wenn ich das entwickle. Ich beginne mal mit dem Ablauf dieses Mauerbaus oder des Tages. Ich war mit Herrn Brandt in Nürnberg. Wir hatten Beginn des Wahlkampfs. Wir hatten immer in diesem Lande dauernd Wahlen vor uns. Das ist offenbar unvermeidbar. Und er hat sich in den Zug gesetzt und ist dann in Hannover ausgeholt worden, nach Berlin geflogen. Ich war noch in Nürnberg geblieben und bin rausgeholt worden vom Chef der Senatskanzlei mit der Bitte, sofort nach Berlin zu kommen. Die sperren den Sektor ab. Bin dann in mein Büro geeilt, ein wundervoller Sommertag mit strahlend blauem Himmel, und habe dann Brandt wiedergefunden, so sauer und wütend wie selten. Er war zum ersten Mal in seinem Leben in das Gebäude der alliierten Kommandatura gefahren. Da hängt noch das Porträt des letzten sowjetischen Stadtkommandanten. Als ob der jeden Tag wiederkommen könnte. Und hat festgestellt, dass die drei hochmögenden Kommandanten, die Inhaber der unkündbaren Siegerrechte, keine Weisung hatten. Und er hat sie angebrüllt, dass sie doch mindestens Jeeps auf die Straße schicken müssten, damit die Menschen nicht glaubten, sie seien schon allein. Das haben sie dann widerwillig auch getan. Das führt zu einem Kernpunkt dessen, was damals passiert ist. Nämlich, die hatten keine Weisung, weil ihre Oberen in Washington, Paris und London gemütlich in ein Wochenende gefahren waren. Und der Auffassung waren, es ist nichts Besonderes los, ist auch nichts zu erwarten. Das habe ich übrigens dann festgestellt am Montag, also am nächsten Tag, weil ich zu denen gehörte, die die Berichte des BND bekommen haben. Und habe dann festgestellt, seine die Voraussagen waren, besondere Vorkommnisse sind nicht zu erwarten. Mit dem Ergebnis, die berühmten Geheimdienste haben weder den Bau noch den Fall der Mauer vorhergesehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das bei diesen komischen Vorgängen kürzlich in Tunis und in Ägypten nicht anders. Also man kann die Frage aufwerfen, aber die werfe ich gar nicht auf, wozu die Dienste eigentlich gut sind. Ich kann da einiges zu sagen. Aber gut, das heißt, wir haben dann eine Situation gehabt, in der
eine Mittagszeitung, seriöses Boulevardblatt, der Abend genannt, angekündigt hat oder gefragt hat, waren die Alliierten informiert? Und dann habe ich zum ersten Mal meinen amerikanischen Kollegen angerufen und angebrüllt, entweder wir bekommen innerhalb von 20 Minuten ein knallhartes Dementi, oder wir machen die Kundgebung, die angesagt war, vor dem Schöneberger Rathaus und verlegen die vor die amerikanische Kommandantur. Ich bekam ein Dementi. Denn natürlich war die Bevölkerung nicht nur beunruhigt, sondern sie war verunsichert. Bis zu einem Grade, den man sich offenbar in anderen Städten, Bonn eingeschlossen, nicht vorstellen konnte. Und Brandt dazu veranlasst hat, an allen protokollarischen Regeln vorbei, den amerikanischen Präsidenten mit einem Brief zu überfallen, um ihm mitzuteilen, hier ist etwas los, was nicht mit bloßen Worten zu regeln ist, hier müssen Aktionen her. Kennedy hat dann, nicht sehr gnädig, wenn so ein kleiner Bürgermeister einer Halbstadt da einen mächtigsten Mann der Welt schreibt, ist das ja auch nicht so angenehm, aber reagiert und hat eine 1500 Mann starke Kampfgruppe, sehr kalkuliert, über Marienborn nach Dreilinden in Marsch gesetzt. Die Berliner sind begeistert gewesen und haben die empfangen, als ob die eigenen Söhne aus dem siegreichen Krieg heimkehren. Und hatte seinen Vizepräsidenten Johnson mitgeschickt. Der brachte auch den Helden der Luftbrücke, General Clement. Also die Stimmung war sofort wiederhergestellt. Man ist nicht verlassen. Man kann sich auf die Amis verlassen. Es war lustig mit dem Johnson, aber als der wieder weg war, haben wir dann den Brief gelesen, den Antwortbrief von Kennedy, den er mitbrachte. Und da stand drin, diese Mauer ist nur durch Krieg zu beseitigen. Und Krieg will niemand. Sie auch nicht. Aber es ist auch klar, es ist eine größere Niederlage des Ostens. Es ist eine Niederlage für eine Ideologie, die auf Weltherrschaft eingestellt ist. Das haben wir als graue Salbe empfunden. Rückblickend kann man sagen, Kennedy hatte damit aber recht. Denn das war der Kulminationspunkt der ideologischen Expansion der Sowjetunion und des Kommunismus überhaupt. Aber erstmal hatten wir es mit einer Tragödie zu tun. 40.000 Menschen, die jeden Tag aus dem Ostsektor in den Westsektor kamen, unbehindert, waren plötzlich ausgesperrt. Von anderen Tragödien ganz zu schweigen, ich komme gleich darauf. Das heißt, ein Schweizer Kollege hat damals geschrieben, es käme so vor wie ein Mensch, der einen Unfall gehabt hat, im Krankenhaus aufwacht, von Freunden umgeben, Blumen um ihn herum. Und als sie rausgingen, hat er realisiert, er hat ein Bein verloren. Wir hatten mehr verloren als ein Bein. Wir hatten festzustellen, dass diese hochmögenden drei Mächte im Besitz der unkündbaren Siegerrechte von dem Innenminister der Deutschen Demokratischen Republik, die es gar nicht gab, angeblich, Karl Mahon, Stiefvater von
die Weisung bekommen, nur noch 3 Übergänge nach dem Ostsektor zu besuchen. Bald wurde das nur noch einer, der Checkpoint Charlie. Und siehe da, sie folgten dem. Wir hatten auch, ich sage jetzt mal Vorwarnungen, beziehungsweise Vermutungen. Im April jenes Jahres 1961 war die NATO-Konferenz in Oslo. Und ich habe mir das Kommuniqué angesehen und bin aufgeregt zur Wand gelaufen und gesagt, hier steht nichts mehr von der Vier-Mächte-Konstruktion, vom Vier-Mächte-Statut drin. Und hier steht nur noch drin, dass die Lebensfähigkeit und der freie Zugang zu den 3 Westsektoren unter allen Umständen garantiert bleiben müssen. Das heißt mit anderen Worten, an die Sowjetunion gewandt, mit eurem Sektor könnt ihr machen, was ihr wollt. Das war das Erste. Das Zweite war, der Sowjetkommandant hatte seine Kollegen aus den 3 Westsektoren am 10. August vorher also eingeladen nach Potsdam. Und die haben natürlich bemerkt, dass da was los war auf den Autobahnen mit Kolonnen. Und haben gefragt, was ist denn da los? Und bekamen zur Antwort, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ich garantiere, nichts ist in Vorbereitung, was die Rechte der 3 Mächte berührt. Das stimmte sogar. Berührt waren nur die Rechte der Eingeborenen. Und dann kam der nächste Punkt, den wir noch mitbekommen haben, nämlich, dass der frühere amerikanische Hochkommissar McCloy bei Khrushchev auf der Krim war. Und die haben natürlich nicht nur Tennis gespielt. Das heißt, wir hatten das Gefühl, hier ist etwas nicht abgesprochen, aber jedenfalls besprochen. Das heißt, die Sowjets mussten wissen, naja, es ist immer noch ein Risiko. Und um das Risiko zu verkleinern, haben sie am 13. August, angeblich den Tag des Mauerbaus, stimmte da nicht, Stacheldraht hinter uns gebaut, um zu sehen, wie der Westen reagiert. Und hatten unmittelbar hinterher die NVA, also die DDR-Armee, aufgestellt. Und im großen Abstand, nicht einsehbar, aus dem Westen sowjetische Truppen. Wenn also der Westen nach seinem Rechtsverständnis die Stacheldrahthindernisse beseitigt hätte, wären dann die Sowjets aufgetreten. Das hätte die Verantwortung politisch klar gemacht, aber am Ausgang natürlich nichts geändert. Denn die gesamte Aktion, die nach 3 Tagen, nachdem man gesehen hat, es passiert nichts, begann man dann am 17. August die Mauer zu bauen und die Stacheldrahthindernisse zu beseitigen. Das war deshalb so interessant, weil wir, ich ziehe das mal ein bisschen vor, erst später erfahren haben, viel später erfahren haben, dass es selbstverständlich schon Vermutungen gegeben hat, auf amerikanischer Seite, sogar Überlegungen bis hin in den Senat. Man kann überhaupt nicht verstehen, warum wir den Sektor nicht absperren. Das ist doch ihr gutes Recht, das Recht der Russen. Das Recht also auch der DDR. Wir saßen nun also da und stellten fest, kein Mensch hat den Versuch gemacht, die Mauer wegzubringen.
anders gesagt. Alle vier Mächte haben den Status quo anerkannt. Alle vier Mächte, aber eben auch die drei Westmächte, waren damit einverstanden, dass die Stadt geteilt blieb. Und mit der Teilung Berlins war verbunden, identisch, die Teilung Deutschlands. Und wie wir gesehen haben, später als die Mauer verschwand, die Teilung Europas. Denn insofern ist also die Folge Berlin, Deutschland, Europa nachweisbar, nach wie vor, übrigens bis heute, gültig, mit einer kleinen Einschränkung auf die davon. Was machen wir jetzt? Wenn uns niemand hilft, so kamen wir auf die Idee, das Ding wegzubringen, muss man es wenigstens versuchen, durchlässig zu machen. Also vielleicht nur für Stunden zu öffnen, um Menschen auf die andere Seite wieder zurückzubringen, damit sie sich sehen und dass überhaupt eine Passierscheine. Passierscheine bekamen wir aber nicht in Bonn, nicht in Washington, nicht in Russland, nicht bei einem Roten Rathaus, sondern nur von der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das war der erste Tabubruch. Denn die Reaktion unseres CDU-Vorsitzenden in West-Berlin war, mit Gefängniswärtern verhandelt man nicht. Brandt antwortete, kleine Schritte sind besser als große Worte. CDU, die Wunde muss offen bleiben. Nicht besonders lustig, aber nein, wie lange die Wunde ist. Brandt antwortete, die ganze Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht den Menschen nützt. Das war zum ersten Mal der Ausbruch einer leidenschaftlichen Debatte, die dann auf nationaler Ebene in Bonn weitergeführt wurde. Als nämlich Brandt nun als Bundeskanzler den zweiten Tabubruch beging und in seiner ersten Regierungserklärung verkündete, die DDR ist ein Staat, auch wenn sie für uns nicht Ausland sein kann. Diese leidenschaftliche Debatte ist lange Zeit fortgesetzt worden, weil sie, zu meinem Bedauern, den damaligen Vorsitzenden der CDU, Kanzlerkandidaten, Fraktionsvorsitzenden Rainer Barzel, das Amt kostete. Er hatte natürlich versucht, seinen Laden zusammenzuhalten, also seine Partei. Nicht unterstützt, sondern im Gegenteil von dem damaligen Vorsitzenden der CSU, Franz Josef Strauß. Also hat er balanciert, soll es schon damals gegeben haben, Schwierigkeiten zwischen München und Berlin, balanciert und hat gesagt, so nicht und jetzt nicht. Und hat dazu geführt, dass er die Partei dazu gekriegt hat, sich zu enthalten. Und wir haben gesagt, also in einer nationalen Frage, Enthaltung ist auch nicht ein besonders starker Gesichtspunkt. Aber das ist weit vorgegriffen. Wir kamen darauf, wir müssten versuchen dann, die Passierscheine also in Ost-Berlin zu bekommen, mit denen reden. Und haben das dann auch geschafft. Ich will jetzt nicht die juristischen Verrenkungen machen und gesagt, unter dem Prinzip, wir beachten strikt die übergeordneten Rechte der vier Mächte für Deutschland als Ganzes und Berlin. Aber unterhalb dieser Rechte, ohne sie zu berühren,
muss man doch kleine menschliche Erleichterungen vereinbaren können unter den Deutschen. Keine der vier Mächte hatte was dagegen. Die Bundesregierung hatte nichts dagegen. Und aus diesem kleinen Anfang ist das geworden, was später die gesamte Ost- und Entspannungspolitik genannt wurde. Das heißt, Brandt sollte eine große Rede halten in Tutsi über seine neue Konzeption und ich wurde gebeten, einen kleinen Diskussionsbeitrag zu machen, den habe ich dann abdiktiert, kam auch die Formel drin vor, Brandt durch Annäherung. Aber ich will, Entschuldigung, Sir, entgegen Ihrer Definition, das war kein Konzept, sondern das war schlicht in einer kommunalen Notsituation ein methodischer Hinweis. Wenn ich etwas von einem will, muss ich mich ihm zuwenden. Soll sogar im persönlichen menschlichen Leben vorkommen. Nur wenn ich nichts von dem will, kann ich ihm den Rücken zuwenden. Wir wollten aber was, in diesem Falle passiert. Das heißt, es gab einen Riesenaufruhr, aus diesem methodischen Hinweis ist dann ein Konzept gemacht worden, im Planungsstab des Auswärtigen Amtes zwischen 67 und 69 in Bonn, wo ich hinkam mit der Frage, was gibt es hier für Überlegungen zur deutschen Einheit? Antwort, nichts. Null. Weißes Papier ist nicht unsere Kompetenz. Liegt in der Kompetenz der vier Mächte. Und dann habe ich denen gesagt, dann lasst uns doch mal hinsetzen und überlegen, was wir unterhalb im deutschen Interesse, ohne dass wir gehindert werden, ohne dass wir diese Rechte berühren, auch nur antasten, machen können. Und so haben wir zwei große Papiere entwickelt. Das eine Papier wurde dann die Normalisierung der Beziehungen zu allen Staaten in Osteuropa. Das zweite Papier wurde als Folge davon, haben Sie klar, nach der Software der Beziehung müssen wir nun zur Hardware gehen, nämlich Waffenreduktion. Wir hatten gelernt in Berlin, man braucht den Kommunismus als Idee nicht mehr zu fürchten, aber zu fürchten sind Panzer und Raketen und was das? Kanonen. Dies war das Konzept, das Gesamtkonzept der Ostpolitik, dass ich ohne den Punkt der Rüstungsreduktion, aber ansonsten dessen, was dann Ostpolitik wurde und auch genannt wurde, in extenso Henry Kissinger vorgetragen habe. Im September 1969 war hier im ganzen Land noch keine Idee da. Und habe ihm das in aller Offenheit gesagt. Der war misstrauisch, was man ja auch verstehen kann. Da kommen wir hin, wenn die Deutschen schon wieder anfangen, mit dem Russen zu reden. Der hat mir Löcher im Bauch gefragt, bis ich dann ihm gesagt habe, Henry, ich bin nicht hierher gekommen zu konsultieren, sondern zu informieren. Wir haben alles genau überlegt, wir werden es machen. Und ich bin ihm bis heute dankbar, dass er dann gesagt hat, okay, nicht nur, sondern gesagt hat, er hat einen Backchannel, einen abgeschirmten Kanal mit dem Kreml. Und er ist bereit, mit mir, also Brandt, auch einen zu machen zwischen Nixon und Brandt. Und ich habe mir gedacht, Brandt hat einen
Brief geschrieben an Kosygin, den Ministerpräsidenten, und hat ihm angeboten einen vertraulichen Informationsaustausch. Aber wir haben noch keine Antwort darauf. Mit anderen Worten, wenn Kissinger damals Nein gesagt hätte, wäre die ganze Ostpolitik nicht versucht worden. Es wäre nämlich Abenteuer gewesen, je oder ohne die Rückendeckung der Amerikaner sowas zu versuchen. Übrigens, als ich dann in Moskau anfing, daraufhin zu verhandeln, habe ich das Gleiche mit Gromyko gemacht. Ich habe auch Gromyko in aller Offenheit alles auf den Tisch gelegt, was wir im Sinne hatten und überlegt haben. Weil ich der Auffassung war, man kann Vertrauen nur gewinnen, wenn man Vertrauen schafft. Und ich kann nicht da das und dort jenes erzählen. Wir hatten ja auch nichts zu verbergen. Wir konnten doch auch gar nicht ohne die beiden Großen. Das hat dann schrecklich lange gedauert. Also in einer der ersten Sitzungen hat Gromyko gesagt, solange wir uns nicht über die Grenzen geeinigt haben, haben wir uns über nichts geeinigt. Grenzen heißt, alle Grenzen in Europa, egal wann, wer und wie sie gezogen worden sind, müssen unantastbar sein, unangreifbar sein, unverrückbar sein und noch einige uns von alles unannehmbar war, weil doch nach unserer Verfassung und meiner Überzeugung der Sinn unseres Staates darin bestand, unter anderem die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR aufzuheben. Nach langen, schwierigen Verhandlungen haben wir dann eine Formel gefunden, die bedeutete, alle Grenzen in Europa, egal bei der Region, einschließlich der zwischen den beiden deutschen Staaten, kann nur in gegenseitigem Einvernehmen geändert werden. Das war die erlösende Formel. Die erlösende Formel deshalb, weil die Russen waren damit einverstanden, die DDR ist recht. Die Franzosen waren dafür einverstanden. Die Engländer, die Amerikaner, alle. Sie haben nämlich gedacht, damit sind wir den Ärger mit den Deutschen endgültig los. Denn niemand konnte sich vorstellen, dass einmal ein Zeitpunkt kommen würde, in dem die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten in vollem Einvernehmen, friedlich, ohne Blutvergießen, aufgehoben werden. Nur wir waren in Bonn, ein paar Verrückte, die haben gedacht, das ist der Beginn des Prozesses, an dessen Ende mal die Einheit stehen würde. Das heißt, ich nehme das vorweg, das war 1970. 5 Jahre später hatten wir die Konferenz in Helsinki. Die gesamteuropäische Sicherheitskonferenz. Da waren alle dort Beteiligten. Von den Amerikanern, natürlich bis zum Russen, von den Kanadiern bis zum Franzosen und allen anderen begeistert für diese Formel, denn sie wussten, das ist das Ende der deutschen Frage. Wir haben eigentlich immer noch nicht wirklich gewusst, was man schon hätte ahnen können. Man hätte ahnen können, dass es zunächst ein stilles Einvernehmen zwischen den 4 Mächten gab, die deutsche Frage auf Eis zu legen, die deutsche Frage von der Tagesordnung zu nehmen
Alle lebten mit der deutschen Teilung sehr gut. Und ich weiß nicht, wann es dazu gekommen ist, dass darüber ein ausgesprochenes Einvernehmen hergestellt wurde. Aber das muss es gewesen sein. Weil, ich mache jetzt nochmal einen Riesensprung, 1990 eine Einladung gegeben wurde in die sowjetische Botschaft unter den Linden. Da war ein hochrangiger Amerikaner, den viele von Ihnen sicher mit Namen nennen, mit einem ebensolchen Russen zusammen. Die haben Deutsch gesprochen. Und hinter ihnen stand der spätere Ministerpräsident von Brandenburg, Herr Stolpe, und hat folgenden Dialog gehört, der eine zum anderen. Siehst du, es war doch alles vergebens. Die Deutschen kommen zusammen. Ich habe mir das extra bestätigen lassen, bevor ich es benutzen darf. Jedes Wort von Herrn Stolpe. Das heißt, es kann kein Zweifel mehr sein. Die Einheit ist nicht durch die Alliierten, sondern trotz der Alliierten zustande gekommen, weil sie in diesem Falle wirklich alliiert blieben. Ich mache eine ganz andere Linie jetzt auf. Ich will erwähnen Polen, weil uns natürlich bewusst war, in dem Augenblick, in dem wir nach Moskau fahren, müssen wir das polnische Ressentiment, das ja mehr ist als ein Ressentiment, wiederbeleben, dass die Polen sagen, die Deutschen einigen sich schon wieder auf unsere Kosten mit den Russen. Brandt hat, bevor wir fuhren, einen persönlichen Brief durch Beitz nach Warschau bringen lassen. Beitz hohes Ansehen wegen seiner fabelhaften Verhaltenswerte des Krieges in Polen, indem er seinem Adressaten ankündigte, erstens, wir wissen, zweitens, habt keine Sorge, drittens, wir vergessen euch nicht, viertens, wir kommen mit euch zusammen wieder und zurück. Trotzdem war natürlich der Empfang in Polen oder in Warschau, ich sage jetzt mal, nicht eisig, aber doch kalt und zurückhaltend. Gomulka war damals der Oberchef in Warschau. Sein Ministerpräsident hieß Sienkiewicz. Der hatte einen österreichischen Hintergrund. KfK. Mit dem ging es ein bisschen besser, aber Brandt war von dem ganzen Besuch enttäuscht. Und zwar deshalb, weil er vorgeschlagen hatte, ein deutsch-polnisches Jugendwerk zu machen. Keine Antwort. Vorgeschlagen hatte, den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Polen denselben Charakter und dieselben Dichte zu geben, wie der Beziehung zwischen der Bundesrepublik und Frankreich. Keine Ahnung. Also zogen wir ein bisschen enttäuscht, wie gesagt, von Warschau weg, mit dem Versprechen, ich sollte nach was morgen kommt, zu Weihnachten, war ich noch nie gewesen, habe ich dir zugesagt. Ist aber nicht mehr passiert, weil 8 Tage später war der Gomulka weg und Sienkiewicz weg und da kam direkt. Und die Polen sind nie wieder zurückgekommen, die Einladung. Das wird er kniet. Ich habe das also nicht gesehen.
gestern Abend, als wir in unserem Schloss, wo wir untergebracht waren, saßen und noch ein Whisky fanden, mit großen inneren Hemmungen gewagt, zu sagen, das war nur toll. Und da antwortete er, ich hatte plötzlich das Gefühl, ein Kranz niederlegen reicht nicht. Das heißt, es war eine Augenblickssituation und eine Entscheidung aus dem Gefühl heraus, ein Bild, das um die Welt gegangen ist. Ich war und bin auch heute noch überzeugt, er hat dieses Bild seinen Friedensnobelpreis zu verdanken. Denn wenn ein Mensch, der persönlich ohne Schuld ist aus der Nazizeit, für sein Volk ein derartiges Schuldbekenntnis auf sich nimmt und kniet und um Vergebung bittet, vor diesem Staat oder diesem Mann braucht man keine Sorge zu haben. Das ist friedenssicher. Und es war natürlich außerdem eine Geste der Versöhnung. Ich mache einen großen Sprung wieder. Als Kohl nach Warschau ging und seinen Freundschaftsvertrag abschloss, wurde es als große Errungenschaft gefeiert, dass wir ein deutsch-polnisches Jugendjahr vereinbart haben und zugesagt haben, den Beziehungen zwischen Deutschland und Polen denselben Charakter zu geben wie den zwischen Deutschland und Frankreich. Sie können sich vorstellen, wie das auf Brand gewirkt hat. Zumal natürlich entgegen dem, was die Union die ganze Zeit lang gesagt hatte, die Oder-Neiße-Linie, die hatten noch das Vaterland, die Hälfte, ein Drittel, des Vaterlandes verkauft. Nicht um den Bruchteil eines Quadratmillimeters geändert wurde. Gar nicht geändert werden konnte. Weil wir wussten, ohne eine Respektierung der Oder-Neiße-Linie werden wir die deutsche Einheit nie bekommen. Weil die vier Mächte und alle anderen nie akzeptieren würden, dass die Deutschen vereinigt werden, wenn sie anschließend territoriale Ansprüche auf die alten Ostgebiete stellen. Insofern war das eine Voraussetzung oder Vorstufe dessen, was dann später kam. Ich war einen dritten neuen Ansatz. Und zwar deshalb, weil in dem allem, was ich bisher gesagt habe, kommt ein wichtiger Punkt gar nicht vor. Und das ist die Macht. Macht spielt in den Überlegungen der Staaten noch immer eine ganz, ganz große Rolle. Am Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Amerikaner beschlossen, den einzigen übrig gebliebenen Faktor von Bedeutung, das war die Sowjetunion, second to none. Also jedenfalls musste Amerika Zweiter gegenüber keinem werden, also müssten sie die Sowjetunion ein bisschen degradieren, nicht? Konfrontativ kleiner Weltvorherrschaft war das nicht ausgesprochene, jedenfalls nicht öffentlich, ausgesprochene Ziel der Amerikaner am Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Hintergrund, dass sie das Monopol der Atombombe haben.
Ergebnis, es war eine Überraschung, dass die Sowjetunion relativ schnell eine eigene Atombombe entwickelte. Aber es war ein Schock in den amerikanischen Eliten, nicht geringer als der Schock vom 11. September, wo die beiden Türme abrasiert wurden, als die Sowjetunion Interkontinentalraketen in Dienst stellten, die mit Atomsprengköpfen versehen in der Lage waren, Amerika zu erreichen. Das heißt, Amerika war zum ersten Mal verwundbar geworden. Ich wiederhole, der Schock war in den amerikanischen Eliten größer, als der in dem ganzen amerikanischen Volk dann am 11. September. Ergebnis. Erstens. Wir müssen unsere Strategie umstellen. Bis dahin galt die Strategie der massiven Vergeltung. Hieß also, wenn auch nur das Geringste passiert, in Berlin, in Hamburg, in München, drohen wir den Sowjets an, die großen Koffer auf den Kopf. Das ist aber nicht mehr glaubwürdig, wenn die Sowjetunion uns genau gleiche Koffer nach Washington und New York schicken kann. Also machen wir eine Strategie der flexiblen Antwort. Flexible Antwort heißt, wir Amerikaner bestimmen, wann, wo und wie wir Nuklearschwelle überschreiten und nuklear werden. Zweitens, es geht nicht anders, wir müssen mit diesen Schweinen in Moskau verhandeln. Wir müssen über Rüstungsbegrenzung verhandeln. Zum ersten Mal. Das werden wir auch machen. Drittens, wir müssen wieder unverwundbar werden, war der Auftrag. Und zwar war die Idee, wir gehen in den Weltraum. Das nannte man damals Krieg der Sterne. Das war die Vorstellung, wir entwickeln Raketen, die ankommende Raketen rechtzeitig erkennen aus der Sowjetunion und während des Fluges, bevor sie einschlagen können, an Amerika abschießen. Alle amerikanischen Administrationen seither haben über 70 Milliarden Dollar aufgewendet, um dieses Ziel zu erreichen und haben es nicht erreicht. Erstens war es zu kompliziert, zu schwierig. Und drittens wurde es immer schwieriger, weil natürlich die Sowjetunion auch Raketen mit Mehrfachsprengköpfen inzwischen entwickelt hatte, nach den Amerikanern. Immer etwas hinterher. Das heißt, wenn man sich vorstellt, jede dieser einzelnen Sprengköpfe hat ungefähr das Zehnfache der Wirkung von Hiroshima und Nagasaki. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommen 1000. Und es geht nur, wenn 90%, 95% abgeschossen, bleiben 5% mal 10. Also 50, die New York ausradieren, Washington ausradieren. Es ist nicht zu machen. Zumal die Russen das ja nicht mitmachen müssen. Die brauchen nur ihre ein paar Raketen mehr. Dann wird das Abwehrsystem so gesättigt, dass es seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Also haben die Amerikaner gesagt, dann machen wir es eine Nummer kleiner. Wir werden eine Raketenabwehr
in Europa installieren. Und zwar so, dass wir Franzosen, Engländern, den Deutschen rechtzeitig ankündigen. Wir beabsichtigen das und bitten euch, euch darauf einzustellen. Als wir das bekamen, war Helmut Kohl Kanzler, haben wir überlegt, jawohl, wir haben überlegt, den Feldschick rüber zu schicken, mit der Message, also, das ist ein Spaltpilz für Europa. Denn die Engländer werden sofort Ja sagen. Die Franzosen werden sofort Nein sagen. Was machen wir? Wenn wir nicht auch Nein sagen, ist der deutsch-französische europäische Motor kaputt. Für ganz lange Zeit. Also war die Weisung, wir überlegen noch, aber könnten uns trotz dieser Bedenken bereit erklären, es zu machen, unter der Voraussetzung, dass ihr mit uns die Technik teilt. Die Amerikaner haben natürlich keine Sekunde gezögert und haben Nein gesagt. Niemand teilt die modernste Technik. Auch nicht mit dem besten Freund. Das Wort, was de Gaulle mal gesprochen hat zu den Atomwaffen, gilt für jede modernste Technik. Also haben wir gesagt, die Zeit ist noch nicht reif. Die Sache ist noch nicht durch überlegt und durchkonstruiert. Wir warten noch. So, und jetzt kommt eine der Konsequenzen der Ostpolitik bis heute. Über diese Raketenabwehr reden wir noch heute. Diese Raketenabwehr ist nämlich nie gekommen, sondern ist erst unter dem jungen Präsidenten Bush mit den Polen und den Tschechen vereinbart worden. Sie können sich vorstellen, dass die Russen so dumm nicht sind, um diese Geschichte zu vergessen. Diese Raketen sind von den Amerikanern gedacht worden als Drohung gegen die Sowjetunion und dann gegen Russland. Und jetzt sind diese Raketen 300 Kilometer, 400 Kilometer weiter östlich stationiert. Und die Russen sollen glauben, das ist nicht ernst zu nehmen, wir meinen es nicht böse. Was ich denen so sagen glaube. Aber der Glauben werden die Kirche. Und nicht in strategische Überlegungen. Das heißt, diese amerikanische Politik der Konfrontation mit dem Ziel, Weltvorherrschaft zu machen, ist durch einen einzigen Mann im Ansatz beendet worden. Der heißt Obama. Obama ist der Erste, der erkannt hat, dass die amerikanischen Kräfte nicht mehr ausreichen, um Weltvorherrschaft zu erstreben. Er konnte die Politik, wollte auch die Politik seines Vorgängers nicht fortsetzen, sondern hat festgestellt, es geht nur noch durch Kooperation, also Zusammenarbeit. Das Prinzip der Konfrontation durch Kooperation zu ändern, hat für ihn natürlich sofort viele Baustellen in der Außenpolitik eröffnet. Ich will das nicht im Einzelnen durchgehen, will nur darauf hinweisen, keine dieser Baustellen, die kann man Israel-Palästina schnell beenden, nachdem Jahrzehnte wahrnehmen. Das geht natürlich auch für andere. In einem einzigen Punkt hat er Erfolg gehabt. Er hat mit Herrn Medvedev
eine Reduzierung der strategischen Atomwaffen um ein Drittel vereinbart. Dieser Vertrag ist unterzeichnet worden. Dieser Vertrag ist ratifiziert worden. Und dieser Vertrag steht immer noch auf der Kippe, solange nicht dieses verdammte Thema Raketenabwehr gelöst ist. Weil die Russen natürlich sagen, wir sind bereit, mit euch zusammen ein Raketenabwehrsystem zu machen. Aber nicht gegen euch, sondern mit euch. Aber wenn ihr das nicht macht oder nicht wollt, dann werden wir eben alleine unsere neuen Angriffsraketen auf Polen etc. pp. Richten. Aber wie gesagt, wir sind völlig offen. Vor zwei Tagen hat Herr Rasmussen in Sotschi darüber geredet. Darüber waren sie sich dann klar, dass sie sich nicht einig sind, aber klar, welche Fragen gelöst werden müssen. Und ich bin sehr gespannt, in ein paar Monaten wird die Geschichte in Amerika weiter besprochen werden. Wenn sie nämlich nicht gelöst wird, dann werden wir in Europa eine neue Aufrüstungsperiode bekommen. Denn wenn die Russen neue Raketen aufstellen, wird es neue Abwehrnotwendigkeiten geben. Das heißt, es wird auch eine konventionelle Aufrüstungswelle passieren, die natürlich auch nicht an Deutschland vorbeigehen wird. Das heißt, wir haben unter diesem Gesichtspunkt eine schwierige, potenziell gefährliche, nicht entschiedene Hängepartie. Jetzt will ich den zweiten Teil der Machtfrage erörtern. Wenn man genauer hinguckt, gibt es nach wie vor zwei Großmächte. Amerika und Russland. Bundespräsident von Weizsäcker hat mal eine fabelhafte Definition gemacht und hat gesagt, Deutschland ist als Reich von der Machtvergessenheit zur Machtvergessenheit der alten Bundesrepublik gegangen. Ich habe Ihnen erzählt, dass es keine Ideen gab und Pläne gab, im Auswärtigen Amt zur deutschen Einheit zu kommen. Das heißt, das war alles in der Kompetenz der Vier. Das heißt, wir haben uns da überhaupt nicht gekümmert. Die Vier mussten es machen. Und als wir dann plötzlich wurden, waren wir Macht vergessen. Also wir mussten uns erst daran gewöhnen, dass Deutschland seine Souveränität wiederbekommen hat. Deutschland kleiner geworden, so klein waren wir nie. Aber vom 8. Mai 1945 bis zum 15. März 1991, wo der Friedensvertrag in Kraft trat, der aus guten Gründen 2+4 Abkommen genannt worden ist, unsere Grenzen festlegte, sind wir wieder souverän geworden. Und waren dessen ungewohnt. Wir hatten 30 Jahre lang nicht geglaubt, dass wir mal souverän werden würden. Sondern haben uns immer hinter dem Wort der Vier, oder besser gesagt der Drei, oder noch besser gesagt unseres größten Verbündeten Amerikas versteckt und verborgen. Als der Schröder zum ersten Mal gesagt hat, wir gehen nicht mit nach dem Irak, haben andere gesagt, darf der das überhaupt? Und wenn heute darüber gesprochen wird, dass wir vielleicht Panzer nach Saudi-Arabien liefern und ein
nicht der Abgeordnete sich hören lässt, aber unsere Verbündeten würden doch Ja sagen. Ist das noch immer die alte Angst, Schwäche, Unfähigkeit, selbst zu entscheiden, was man will und was man nicht will? Das ist nämlich Souveränität, selbst zu entscheiden. Aber eins ist natürlich auch klar geblieben. Nach wie vor sind die beiden Großen in Washington und Moskau die einzigen beiden, die über eine strategische Fähigkeit auch zum Zweitschlag haben, verfügen. Das heißt, selbst wenn der eine schlägt, kann der andere immer noch absolut tödlich zurückschlagen. Es gibt keine andere. China ist weit davon entfernt. Nur die beiden sind es. Die haben den Atomschirm zwischen sich aufgespannt, der während der ganzen Zeit des Kalten Krieges gewirkt hat. Gewirkt hat und sogar Kriegen überstanden hat. Siehe Berlin, siehe Kuba. Und selbstverständlich gilt dieser Schirm noch heute. Er hat de facto bedeutet, dass die beiden einzigen Männer, die die Macht hatten, den Sicherheitsstatus des Vereinten Europas festzulegen, sie auch benutzt haben. Das war Bush der Ältere und Gorbatschow. Bush hat gesagt, wenn Sie, die Sowjetunion, Ihre Truppen aus der DDR abzieht, dann seid ihr zu schwach, Deutschland zu kontrollieren. Dieses können nur wir, die Amerikaner, mit dem Instrument der NATO. Das Argument war deshalb so stark, weil es stimmt. Und Gorbatschow hat darauf reagiert, indem er erwidert hat, aber ihr dürft uns nicht auf den Pelz rücken. Darauf hat ihm Bush versprochen, wir werden keine fremden Truppen und keine Atomwaffen auf das Gebiet Ostdeutschlands schicken. So geschehen, so bis heute. Wir haben de facto eine gespaltene Sicherheitslage im Vereinten Deutschland zwischen dem Gebiet der alten Bundesrepublik, bloß noch bei mir, und dem Gebiet der DDR. Aber es tut nicht weh. Es spielt praktisch keine Rolle. Aber wichtig daran ist natürlich, dass die beiden, weder Kohl noch Mitterrand noch Maggie Thatcher, auch nicht den Ostberliner, gefragt, konsultiert oder irgendwas, sie haben entschieden. Und so geschehen. Und damit komme ich zu der letzten Konsequenz, nämlich, was bedeutet das Ganze für Europa? Sie können sich vorstellen, dass die beiden Großen sehr zufrieden sind, dass in Europa eine Situation entstanden ist, die sie sich eigentlich immer gewünscht haben. Nämlich, sie waren die beiden Einzigen, egal was sie von Nachrüstung gehört haben, oder, die entschieden haben, dass die Raketen, die in Europa stationiert sind, abgeschafft werden.
Also ich weiß, wie Helmut Schmidt sich darum bemüht hat, aber hat es nicht geschafft, nicht? Die beiden haben sie abgeschafft. Die beiden haben vereinbart, das größte Abrüstungsabkommen der Weltgeschichte zu machen. Auf konventionellem Gebiet. Tausende von Panzern sind zerstört worden. Wir, die alte Bundesrepublik, haben die Abrüstungsverpflichtungen dieses Vertrages erfüllt, indem wir die NVA aufgelöst haben. Der Verteidigungsminister kam damals, als ich Herrn Eppelmann berief, in Strausberg, damit die Russen nicht böse werden, wenn die NVA aus dem Warschauer Pakt geht. Der deutsche Verteidigungsminister hat dann angeboten, ob wir nicht Panzer verkaufen können. Oder verschenken. Oder sonstige Waffen. Das ist eine Realität. Ich qualifiziere das nicht. Ich sage nur, es existiert. Und man muss es berücksichtigen, wenn man ernsthaft und seriös reden will. Das heißt, die beiden Großen sind zufrieden, dass dieses Europa nun de facto kriegsunfähig ist, abgerüstet ist, nicht mehr angriffsfähig ist. Das Ziel, der Sieger ist erreicht, von Deutschland darf kein Krieg mehr ausgehen. Kann nicht. Wir sind zufrieden übrigens, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, dieses Bestreben unserer Nachbarn, Sicherheit vor Deutschland, mit dem Bestreben, Sicherheit für Deutschland zu verbinden. Das heißt NATO. Sie ahnen gar nicht, wie alle zufrieden sind, dass es die NATO noch gibt. Und zwar die Franzosen sowieso, die Polen sowieso, die Engländer erst recht, aber auch die Russen und alle anderen ist eine Garantie dafür, dass die Deutschen nie wieder verrückt spielen können. Ich habe das dagegen. Es ist außerdem das Einsehen Russlands dabei, dass man Sicherheit für Europa und in Europa nicht ohne und gegen Amerika regeln kann. Das haben die schon in Helsinki 1965 zugegeben, dass das nicht geht. Amigo Home war weg. Ich kann gegen die stärkste Macht nicht. Auch nicht, wenn, was hoffentlich gelingt, Obama umschalten kann von der Konfrontation zur Zusammenarbeit. Selbst dann bleibt dieses riesige Amerika unentbehrlich als Faktor. Und die beiden Großen sind darüber natürlich deshalb zufrieden, weil sie sich jetzt gewissermaßen sicher in ihrem Rücken in Europa dem großen Thema in Asien zuwenden können, wo die meisten Rüstungen sind, die meisten explosiven Probleme, religiös, ethnisch, Grenzfragen, Rohstoffe. In Asien ballt sich eine Region mit potenziellen explosiven Konflikten. Und die beiden Großen können gar nicht anders, als sich dem zuzuwenden. Und sind froh, wenn sie den Rücken frei haben. Und in Europa passiert nichts. Das heißt, diese Entwicklung hat mindestens die Folge, dass Europa global gesehen provinzialisiert worden ist und dass Europa
sich selbst kümmern muss, um zu sehen, wie es seine Beschlüsse verwirklicht. Damit komme ich nochmal zurück zu 1970, zu Herrn Kopiko. Der kam eines Tages zum Mittagessen in unsere Residenz. Zum ersten Mal. Hat das anfänglich zu essen gekriegt? Wir haben extra ein Wunschblutwein ihm kredenzt. Haben gedacht, wir tun da was zur Werbung für unseren Brüder und Schwestern. Hat er aber gesagt, die saufen alles. War nicht fein, aber gut. Danach hat er gesagt, hat er gefragt, wann muss man damit rechnen, dass Europa mit einer Stimme spricht? Darauf habe ich ihm gesagt, Wiedervorlage in 20 Jahren, Herr Minister. Darauf hat er gefragt, meinen Sie das ehrlich? Da habe ich gesagt, ja. Da bin ich nach Bonn gefahren, habe meinem Bundeskanzler berichtet und dessen Reaktion war, du bist ein Defätist. Der konnte sich gar nicht vorstellen, dass das 20 Jahre dauert. Der konnte sich auch nicht vorstellen, dass die deutsche Einheit früher kommt als die europäische Selbstbestimmung. Und ich bin nicht in der Lage, heute seriös ein Datum zu prognostizieren, wann wir mit einer Stimme sprechen werden. Das ist die Realität von Europa. Es ist ein Jammer. Ich habe neulich die Frage aufgeworfen, wer spricht für Europa? Ist das Herr Rompuy, dieser nette Belgier? Oder ist das Madame Ashton, diese nette Engländerin? Oder ist das der Portugiese Barroso, der die Weisungen der Regierungen aus Brüssel umsetzt? Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Wer weiß das schon? Ich weiß nur eins. Ich kann mir im Augenblick jedenfalls nicht vorstellen, dass ein französischer Botschafter den Weisungen dieser drei oder einer dieser drei folgt. Der kommt aus Paris. Weisungen. Henry Kissinger hat vor 30 Jahren gesagt, er hat keine Telefonnummer für Europa. Er hat sie auch nie vermisst. Aber es ist völlig klar, wenn er heute was wissen will, dann ruft er in den einzelnen nationalen Hauptstädten an. So, und das ist eine Realität, die einkalkulieren muss, dass wir nun, wie gesagt, nach 60 Jahren, immer noch nicht wissen, wann wir ein globaler Pol werden, als Pol in der multipolaren Welt, eine tolle Sache, im Prinzip der einzige Pol oder Kontinent da, mit einer enormen Wirtschaftskraft, ohne jede Anspruch auf territoriale Änderungen oder Ansprüche, mit einem immer noch unglaublichen sozialen Netz, sehr attraktiv mindestens gegenüber allen anderen Polen. Aber ich füge jetzt ein bisschen unvorsichtig hinzu, nachdem ich nun unsere englischen Freunde seit 60 Jahren ganz genau verfolgt habe, bin ich der festen Überzeugung, sie werden sich nie unwiderruflich an den Kontinent binden. Ihre Special Relationship mit Amerika geht vor. Den Amerikanern gefällt das auch. Doch klar. Ich könnte eine ganze Beweiskette mit Zitaten
hinzufügen. Bin aber zu dem Ergebnis gekommen, wenn ich auf die Uhr sehe, soll ich das überlassen. Aber jedenfalls, solange nicht klar ist, dass wir den Mut haben, England vor die Frage zu stellen, ob sie einen Kontinent anschließt oder nicht, ich würde es begrüßen, wenn sie dann Ja sagen. Ich bin sicher, sie werden Nein sagen. Gehören ja nicht mal zu Euroland, aber reden mit. Fahre Position. Werden wir es nicht schaffen? Letzter Punkt. Sie sehen, dass es eine ganze Menge von Vorläufen zur Mauer gibt. Die wichtigsten habe ich noch nicht mal erwähnt. Eine amerikanische Zeithistorikerin hat jetzt die Archive in Moskau einsehen können. Und was dabei herausgekommen ist, ist sensationell. Und so, dass alle Bücher neu geschrieben werden müssen, die das nicht berücksichtigen. Aber das lassen wir jetzt mal einen Augenblick sein. Ich kann nur sagen, eins ist völlig klar, Europa hat keine Führung. Und ich bin überzeugt davon, dass solange wir nicht das Ergebnis der Wahlen im nächsten Jahr kennen, in Frankreich, in Amerika, in Russland und ein Jahr später in Deutschland, können wir nicht seriös analysieren, um welche Personen es sich handelt, die dann noch im Geschäft sind. Das ist für Medvedev nicht sicher, das ist für Obama nicht sicher, das ist für Merkel nicht sicher und es ist für Sarkozy nicht sicher. Erst dann wird es möglich sein, zu analysieren und zu wägen, welche Personen und die damit relativierten oder veränderten Gewichte der einzelnen Faktoren und Länder kenne, wird es möglich sein, sich dem Thema zuzuwenden, wie kann Europa seine Beschlüsse vollziehen, während der Rest der Welt natürlich nicht wartet, dass wir unsere Schularbeiten endlich machen. Bis dahin, wieder Vorlage also.